Verehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Odenwälder, frohe Ostern, dieser Feiertagsgruß will mir in diesen Tagen nicht so recht über die Lippen kommen. Zur Freude gibt es momentan wenig Anlass, besonders im Odenwaldkreis, der sehr stark von der Corona-Krise betroffen ist. Das prägt derzeit meinen beruflichen Alltag, denn vieles muss geregelt werden. Vor allem aber nimmt es mich persönlich sehr mit. Es tut mir um jeden einzelnen Verstorbenen, jeden Erkrankten leid und ich kann mit den Familien mitfühlen. Ich kenne persönlich eine ganze Reihe Menschen, die erkrankt waren bzw. es noch sind und bei denen die Erkrankung zum Teil auch schwere Verläufe genommen hat. Der Odenwaldkreis ist im Vergleich zu anderen hessischen Kreisen derzeit besonders betroffen. Das liegt aber nicht an dem Versäumnis Einzelner, sondern an unserer gemeinsamen Landesgrenze zu Bayern und Baden-Württemberg. Ich befürchte, dass andere hessische Regionen in den nächsten Wochen Ähnliches erleben werden. Entwarnung ist deshalb momentan definitiv nicht angesagt. Frohe Ostern, Familienbesuche, Urlaub, sich bei schönem Wetter ungezwungen im Freien treffen, all das geht nicht oder nur sehr, sehr eingeschränkt. Das wird die vor uns liegenden Feiertage prägen und sie ihrer Heiterkeit ein Stück weit berauben. Das gilt besonders für Menschen, die berufliche Existenzängste haben und sich Sorgen um ihre Zukunft machen. Unternehmerinnen und Unternehmer, deren Geschäfte geschlossen sind oder denen Aufträge wegbrechen, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sich in Kurzarbeit befinden oder um ihren Arbeitsplatz bangen müssen. Ein kleiner, aber wichtiger Beitrag eines jeden Einzelnen von uns wäre es, gerade jetzt nicht im Internet einzukaufen und, wo dies möglich ist, die Anschaffung dann bei uns vor Ort zu tätigen, wenn die Geschäfte wieder offen sind. Die Krise hat uns aber auch gezeigt, dass wir uns auf viele Menschen verlassen können. Wo wären wir ohne jene, die in unserem Kreiskrankenhaus inzwischen über 3 Wochen um das Leben von Patienten kämpfen, die von dem Coronavirus befallen sind? Was wären wir ohne die Menschen, die im Gesundheits- und Rettungswesen tätig sind? Ohne die Erzieherinnen und Lehrkräfte, die Kinder von den Menschen betreuen, die zwingend arbeiten müssen, um unser System am Laufen zu halten. Ohne die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Supermärkten, die uns versorgen und nicht ins sichere Homeoffice wechseln können. Ohne die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserem Gesundheitsamt sowie in der Kreisverwaltung und in den Rathäusern der Kommunen sowie bei der Wirtschaftsförderung, die ganz unmittelbar die Erfordernisse umsetzen, die im Zusammenhang mit Corona jetzt schnell auf den Weg gebracht werden müssen. Dies sind nur wenige Beispiele, die stellvertretend für viele stehen, auf die es jetzt in der Krise ankommt. Darüber hinaus hat sich auf ehrenamtlicher Basis eine beachtliche Hilfsbereitschaft entwickelt. Allen, die in dieser schweren Zeit hauptberuflich oder ehrenamtlich für viele andere da sind und enorm viel leisten, danke ich auf diesem Wege ganz herzlich. Liebe Odenwälderinnen, liebe Odenwälder, es ist diese Solidarität, die wir jetzt brauchen, die wir aber auch in der Zeit nach der Krise dringend brauchen werden. Bis Sie und Ihre Folgen bewältigt sind, wird es lange dauern. Ich bin aber überzeugt, dass unser Land genug kreative und materielle Ressourcen hat, um diese Herausforderungen zu meistern. Sie müssen nur richtig eingesetzt werden. Auf jeden Einzelnen von uns kommt es deshalb jetzt an. Von seinem christlichen Ursprung her ist Ostern das Fest einer unzerstörbaren Hoffnung auf Zukunft. Ich finde, dass gerade diese Hoffnung jetzt wichtig ist. Ganz gleich, ob man Christ ist, einer anderen Religion angehört oder gar keine. Denn Hoffnung gibt neue Kraft und die brauchen wir.
Gerade deswegen wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie von ganzem Herzen frohe Ostern.